Ja. Oh Gott, und es regnet. Wie geil, es regnet. Oh, 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 was haben wir denn hier? Entschuldigt, ich habe jetzt mal nicht gegähnt, weil ich hier irgendetwas Seltsames... Also ich bin mit dem Bild in der Hand aufgewacht und natürlich möchte ich jetzt testen. Must be placed on a wall. Alles klar. Ah, okay, den kann ich also... Kann ich den da drüben hinhängen? Hallo? Ja. Sieht eher nicht so aus. Kann ich eine Tiefe hängen? Must be placed on the wall. Alles klar. Ja, aber ich würde lieber das hier hinhängen. Ja, das ist, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, einfach sieht, wie dunkelgrau es draußen ist. Da sind so Bilder doch einfach mal schön. Ja, wir sollten uns auch eine Inneneinrichtungstruhe machen. Ob ich die direkt hier aufstellen kann, weiß ich allerdings nicht. Oh, morgen sieht es schon wieder aus, als würde ein Sturm aufziehen. Das heißt, morgen gibt es schon wieder Donner. Hm. Ja, gut, geil. Also die kleinen, fiesen Geister sind heute mal brutal böse angepisst. Für uns hat es den Vorteil, wir müssen nicht, aber auch rein gar nicht, nein. Wir müssen natürlich rein gar nichts gießen heute, was natürlich sehr schön ist. Oh, die Pflanzen sind auch fertig. Oh, diese Pflanzen sind auch fertig. Ich nehme mal Summer Spangle. Ich nehme einfach eine mit. Hat einfach den Hintergrund, dass ich gerne gucken würde, wie teuer die denn sind. Oh, oh, oh. Eine Sunflower. Eine Sunflower sollte ziemlich teuer im Verkauf sein. Ja, wir machen hier einfach mal Mixed Seeds. Nein, wo hatten wir denn die anderen Seeds hingestellt? Ja, Thor, ist ja gut. Ist ja gut, mein alter, bekannter, guter Freundemensch. Gott, gleiches Wesen, Dingenskirchen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, den tun wir mal da rein. Und dann bringen wir natürlich hier auch eine Summer Seed aus. Ich möchte natürlich nur gucken, was im Endeffekt die Dinge überhaupt wert sind, weil... Gerne. Oh. Oh. Geil. Also das heißt, wenn wir die Sunflowers ernten, bekommen wir sogar hier. Seht ihr? Vielleicht mit Glück. Sunflower sieht's raus. Genau ein. Hm. Hat sich ja voll gelohnt. Ach, schade. Ja, natürlich will ich erstmal testen, weil ich würde diese Pflanzen hier schon gern stehen lassen, weil die sehen schon schön aus, ne? Die sind richtig schön. Ja, was machen wir denn? Die Red Peppers, zwei Stück. Ne, wir lassen alle Red Peppers mal hier, weil die können wir nämlich einlegen. Einlegen ist immer eine gute Option. Ja, die Sunflowers. Hab ich keine Ahnung. Schauen wir mal, ob wir die verkaufen können, was die denn im Verkauf bringen, weil die waren im Pflanzen relativ teuer, im Einkauf relativ teuer. Vielleicht bringen sie ja viel im Pflanzen. Natürlich, wie ihr seht, werden wir heute erstmal wieder in die Minen gehen. Ich meine, dieses Wetter ist einfach eine gute Option, in die Minen zu gehen. So, natürlich nehmen wir dafür Schwert. Hallo, Schwert. Wo haben wir unseren komischen Insektenkopf hin? Insektenkopf! Insektenkopf! Hä? Bitte, bitte was? Na, okay, hier drin ist er. Ich hab schon gedacht, wo hab ich den verdammten Insektenkopf hin? Mann, 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 Mann. So, naja, dann... natürlich auf dem... Nehmen wir das Zeug schon mit. Eine Tilper brauchten wir, einen Red Snapper und Karpfen und Chup. Und Chat glaube ich nicht. Aber die drei Sachen brauchten wir eh noch für das komische Gemeindehaus. Deswegen nehmen wir es einfach mal an dieser Stelle mit. Und gucken wir mal, was passiert. Natürlich müssen wir heute auch... Und ich habe alles zurückgelassen. Ja, egal. Ich muss eh nochmal zurück, weil wir müssen natürlich heute beim Blacksmith unsere Axt abholen. Wir müssen unsere Axt abholen. Und natürlich lasse ich die Hacke gleich da. Lasse ich sie da? Hm. Large Mole Bass. Okay, ich möchte einen Streich für meinen Vater machen. Deswegen brauche ich einen Large Mole Bass. Natürlich halt es geheim, Abigail. Hm. Ob das klappt, ich habe keine Ahnung. So, erstmal verticken wir natürlich, gucken wir, was die Sunflower bringen. Jo, 440 sind jetzt nicht so viel. Das heißt, es sind eher wirklich, wenn man mal überlegt, Sunflower Seeds kosten 200 in der Anschaffung. Und eine von denen bringt nicht wirklich viel. Das heißt, das ist eher was wirklich, was nur so, wie nennt man das, aussieht technisch. Oh. Nehme ich mal mit, das sieht ganz interessant aus. Hat natürlich nur was zu tun, mit dem schönen Aussehen, die Sunflower Seeds. Die bringen natürlich nichts zu verkaufen. Naja, vielleicht lohnen sie sich als Geschenke. Ja, Summer Spangles. Spangles Seeds, ja okay, die bringen also ein bisschen mehr, aber
jetzt auch nicht so viel, das heißt. Behalten wir es einfach mal ein. Radish Seeds. Brauchen wir Radish für irgendwas? Ich glaube nicht. Wheat Seeds hatten wir auch schon, haben wir alles. Ja gut, nee, natürlich bringen wir dann unsere Spitzhacke heute nicht zu unserem besten Freund, weil wir natürlich nicht genug Geld haben. Und ich möchte natürlich auch gerade den Regen ausnutzen, um in die Minen gehen zu können. Vielleicht packen wir heute auch mal mehr Level. Und ja, da sollten wir natürlich unsere Spitzhacke dabei haben. Aber wir schauen jetzt erstmal, was hier denn so abgeht. So, wo war das gewesen? Ocean Sea, ja genau, da kommt nämlich die Tilpa rein. Und der Red Snapper. Was kommt da noch? Thunfisch und Sardine. Haben wir von beiden nichts. Ocean Crab. Haben wir auch nichts. Nö. 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 Ah, hier, der Karpfen. Hier kommt natürlich der Karpfen rein. So, schauen wir mal, was hier reinkommt. Haben wir hier irgendwas? Okay, der will eine Poppy haben. Okay, dem müssen wir also eine Poppy bringen. Findelheadfaden. Okay, davon haben wir noch nichts, aber die Poppy sollten wir uns merken, dass wir die dem bringen müssen. Sie möchte eine von den Sunflowers. Und sie möchte den Aquamarin. Oh, ich glaube, den haben wir abgegeben beim Gundermann. Und er wollte den Chub. Und die Frozen Geode. Ja gut, ich denke, das sind Sachen, die wir einfach so nacheinander jetzt langsam in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, ob man es gerade in der Aufnahme hört, aber es hört sich fast an, als würde hier irgendwo in meinem Block ein Kind schreien. Und nicht leise schreien, sondern verdammt laut schreien. Seltsam, seltsam. So, natürlich gehen wir jetzt erstmal zu unserem besten Freund hier, unserem Blacksmith. Oh ja, Thor ist wieder sauer. Für den Gundermann haben wir nichts dabei, das heißt, wir gehen direkt zum Blacksmith. So, mein Freund, gib mir mal meine upgegradete Axt. Schön. Ja, you received a copper axe. Also wir haben eine Kupferachse erhalten. Ja, mit der können wir jetzt die größeren Baumstämme wegflatschen. Das habe ich mir schon im Internet so ein bisschen angeguckt. Und ihr schenkt mir eine Sunflower. Oh, danke schön, das sieht sehr special aus. Ich weiß. Alles, was ich den Menschen gebe, sieht special aus. Ja, Gott. Hören wir einfach auf. Reden wir nicht über solche Dinge. Vor allem, wie schön der Regen hier einfach runterprasselt. Im Sommer, ja, da meldet sich auch Thor wieder. Im Sommer ist es echt geil. Gut, dann heben wir die Sunflowers einfach mal auf. Das heben wir auch auf. Hier packen wir auch das rein. Die auch, den Pine Tar, der ist auch hier. Ja, die haben hier auch aus irgendeinem Grund drin, stehen die auch. Wie geht das denn jetzt weiter? Ach genau, wir müssen das noch weglegen und dann müssen wir natürlich den Rest von unserem Zeug mitnehmen. Ja. Nein, das brauchen wir nicht. Die da, dann die da. Brauchen wir nicht. Legen wir mal hier rein. So, ja, dann geht's mal wieder ab in die Minen. Es geht zurück in unsere Fab Cave. Oh, nice. Ja, guck, das zeige ich euch. Die Dinge kann man hiermit nämlich jetzt wegmachen. Und wir kriegen Hardwood raus. Oh. Okay, platzieren wir es so. Ja, nee, ich möchte hier ein bisschen dicht bewaldeteres Gebiet haben, aber eine Sache müssen wir dennoch machen. Nämlich unsere Pilze abholen. Weil das hier sind die common Dinge und keine besonderen und je nachdem wie oft man praktisch hier die Pilze rausholt, ist natürlich die Chance höher, dass auch andere Pilze wachsen können. Was wir natürlich wollen, weil ich will unbedingt diesen lilanen Pilz haben, weil der ist nämlich auch fürs Gemeindehaus ziemlich wichtig. Wichtig. Ja, ich nuschel immer noch ein bisschen, aber langsam, aber sicher wird es mit der Zunge wieder besser, auch wenn ich sagen muss, es war heute schon so gut wie abgeheilt und ich, der beißt mir beim Essen gierig, wie ich bin, auf die andere Seite der Zunge, also
Thor und Gott möchten nicht, dass ich aufnehme für euch. Beziehungsweise schon, dass ich aufnehme, aber wahrscheinlich nicht, dass ich 100% genau rede. Interessant, interessant. Interesting, interesting. Hier ist es irgendwie ein bisschen zu ruhig. Okay, hier steht einfach nichts rum. Ja, aber wir sollten früher oder später auch unsere komische Hacke upgraden. Ich glaube, wenn wir es irgendwie schaffen, heute noch Geld zu, also zu Geld zu kommen, dann mache ich da morgen mal ein Upgrade rein. Oh, eine Omni-Geode. Ich nehme einfach die Spitzhacke direkt ins Gesicht zimmer. Ja, kein Wunder, dass der angepisst ist. Ja, da wäre ich aber auch angepisst. Ich glaube, irgendwo hier waren wieder unsere Lieblings-Fab-Monster gewesen. Ja, schön in die Ecke drängen und draufschlagen. Jade. Okay. Jade hatten wir bisher auch noch nicht. Oh, da sind hier unsere fetten Fledermäuse. Die Fappermäuse. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Ah, oh Mann, ey, das sind hier keine Batmans, das hier sind Fatmans. Warum haben wir es in letzter Zeit eigentlich so häufig vom Masturbieren? Irgendetwas stimmt mit mir doch nicht. Oh Gott, das ist, ja, dieser blaue Nebel bedeutet, so wie es vorher bedeutet hat, der grüne Nebel, dass die komischen Insekten kommen, bedeutet dieser Nebel, dass die komischen, ja, Fettmäuse kommen. Ich muss natürlich erstmal auf eine Seite kriegen, wo ich zuhauen kann. Weil ansonsten ist es immer ein bisschen schwierig. Oh Gott. Ja, geil. Verdammte Fledermäuse. Warum bin ich eigentlich weitergelaufen? Irgendwo da unten war doch sogar schon der Ausgang gewesen. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier irgendwo noch ein bisschen mehr Eisen rumliegt, weil Eisen ist so das nächste, was wir dann brauchen. Oh, natürlich. Ja, das große Zeug nehme ich einfach aus den Gründen mit, dass wir viele Steine haben. Da bist du ja. Wobei, hier ist es eigentlich eher kontraproduktiv, weil wir eh nicht so viel mit den Steinen jetzt anfangen. Winterroot. Okay, das ist auch irgendwas, was wir fürs Gemeindehaus brauchen. Das kenne ich noch. Das ist nämlich von den Winterforaging ist es. Jetzt ist die Fettfledermaus hinter mir. Wie gesagt, die Großen nehmen wir alle mit. Oh, da sind wieder unsere kleinen Freunde. Aquamarin, perfekt. Den brauchen wir nämlich auch fürs Gemeindehaus. Hatten wir schon irgendwo einen Ausgang gefunden? Ich glaube nicht, oder? Und wir sind so tilted. Oh, die Common Mushrooms haben wir dabei. Die bringen eigentlich... Ja, die können wir mal essen, weil ich meine, Common heißt ja häufig. Das heißt, die werden bestimmt öfters noch auftauchen. Jedenfalls rede ich mir das gerne ein. Geil. Perfekt gepasst. Eine Frozen Geode? Ne, Frozen Tier. Ich glaube, ich auch irgendwas für einen Kumpel, der Mann. Jedenfalls würde es mich nicht wundern, wenn er das Ding auch haben will. Okay, also die Treppe ist gespawnt. Sehr gut. Also mir kommt, also ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber diese Winterschleimlinge springen auch nicht so schnell und nicht so weit wie ihre grünen Artgenossen. Weil die sind ja teilweise echt weit gesprungen. Ich frage mich immer noch, was wir mit dem Quarz anfangen können.
Ich glaube, den Quarz brauchen wir auch irgendwie für bestimmte Gebäude. Oh, mal wieder eine Frozen Geode. Was bedeutet Geode eigentlich im Deutschen? Ist es das gleiche Wort, also Geode, oder ist es irgendwas anderes? Fragen über Fragen. Oh. This area is overrun with monsters. Das heißt, ja, hier in dem Gebiet sind überall Monster. Und ja, ein Ausweg wird erst spawnen, wenn wir alle Monster getötet haben. Das hatten wir bisher erst, glaube ich, einmal. Und das hatte ich auch nur in meiner nachträglichen Aufnahmesession, wo wir praktisch, wo ich bis Tag 28 vom Sommer vom Frühling gespielt habe. Und ja, da ist mir das, glaube ich, einmal passiert, als ich so eine Area hatte. Im Let's Play ist das, glaube ich, das erste Mal jetzt. Und wir haben eine große Bombe. Ich frage mich immer noch, wo diese verfluchten Fledermäuse diese verdammten Bomben verstecken. Ist mal ernsthaft. Ich meine, die Fledermausflügel kann man sich hier noch... Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Also egal, wenn ich irgendwann mal ein älteres RPG spiele, ich werde so fehlen, so hart fehlen. Boah, wie viele Monster gibt es denn hier? So, da oben sind wieder die Schleimlinge. Die haben jetzt mal zu Klump. Und weißt du, ganz am Anfang in den Kommentaren hat irgendeiner mal geschrieben, dass diese Kohle-Dinge doch voll lieb und voll freundlich wären. Und dass ich voller Unmensch wäre, weil ich die dass ich die nicht am Leben lasse. Aber habt ihr es gesehen? Die sind mir hinterhergekommen, die Penne. Die wollten mich töten. Wow. Die haben ganz schön Speed drauf. Herrgott im Himmel, ey. Alter Walter. Was ne eben. Oh, was kriegen wir denn hier? Neue Stiefel, Tundra Boots. Sehr schön. Für neue Klamotten bin ich natürlich immer offen. Defense und Immunity. Defense nehmen wir ja gut, die sind eins besser als unsere, also ziehen wir sie an. Ja, und sie sehen auch ziemlich nice aus. Also sind so ein bisschen dunkler. Von daher passt es. Ja. Ebene 50 schon. Okay, ich bin irgendwo anders lang gefahren. Ich hätte niemals, gerade nicht am Anfang gedacht, dass wir jemals auf Ebene 50 kommen werden. Ich weiß nicht, ich habe das nicht erwartet. Oh, und Gott straft uns direkt. Donnergrollen, Donnergrollen überall. Mir kommt gerade irgendwie diese Szene aus der Freitag, der 13. genau. Nein, aus der 13. Kriege, wo dieser eine alte Schamane sagt, sie kommen mit dem Nebel, wenn es am dunkelsten ist. Ja, mein Kind, fürchte dich sehr vor ihnen. Ja, irgendwie so sagt er das und auf jeden Fall, das hat mich gerade voll daran erinnert. So, wir lassen jetzt bestimmte Sachen einfach mal einstecken. So, Frozen Geode. Eine davon lassen wir drin. Blacksmith can break it. So, eine lassen wir drin, weil die haben wir nämlich für Gunther can tell you something about it. Gut, das heißt, eine nehmen wir noch für den Gunthermann mit. Ja, ich bereite für den nächsten Tag jetzt auf jeden Fall schon mal vor, was wir denn mitnehmen zum Gunther und natürlich in die, wie nennt das sich? Ich habe keine Ahnung, ich sage gerade so oft, ja, ins Gemeindehaus. Ins Gemeindehaus, Gemeindegraus. So, das ist Foraging gewesen, das gehört da auch nicht rein, das gehört da auch nicht rein, die nehmen wir auch direkt natürlich mit. Die lasse ich mal hier, die Bombe lasse ich mal auch hier, weil mit den Bomben habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die nehme ich für morgen mit. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich zerbrechen kann? Achso, die muss ich natürlich alle mitnehmen, wenn ich die natürlich direkt ins Gemeindehaus bringen will. Ja, und einen Iron Bar haben wir. Nee, der Rest passt. Okay, gut. Jetzt verkaufen wir natürlich erstmal das Zeug hier. Picklet Wheat, Parsnip. Okay, Pepper Jelly. Das heißt, 1, 2, 3 brauchen wir für drin. Und eine von denen verkaufe ich noch so. Ja, die eine, die ich so verkaufe, das will ich praktisch dem anderen Typen bringen. Ach, wie heißt er? Auch gucken, ob ich die vielleicht fürs Gemeindehaus brauche. Deswegen, ach genau, apropos Gemeindehaus, da nehme ich natürlich direkt meine mit. Gut, gut, gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir noch kurz an die andere Kiste.
So, und du kriegst jetzt das Hardwood, das gehört nämlich auch noch mit hier rein. Die werden wir morgen auch noch auspflanzen, also einpflanzen eher gesagt. Die Winterroot gehört zwar da jetzt nicht unbedingt rein, aber ich nehme eine fürs Gemeindehaus auch mit, kommt hier rein. Pine Tar wollte irgendjemand, Oak-Resin wollte auch irgendjemand, deswegen nehmen wir es einfach mal mit. So, und jetzt gehen wir noch kurz an die Verkaufskiste. Und ja, was kommt da rein? Genau, eine wollte ich noch so verkaufen. Und Pepper Jelly wollte ich auch verkaufen. Na ja, und der Rest kommt mit ins Gemeindehaus morgen. Ja, na mal gut, legen wir uns erstmal hin. Ach, warte. Ja, gut, da legen wir uns erstmal hin. Schön strecken nach einem langen, harten Arbeitstag. Oh, und ich wünsche euch eine gute Nacht, meine Freunde. Macht's gut, bis morgen.